Wen hauen wir denn zuerst an von den vielen? Was haben wir denn hier? Betrachte das Buch. Bevor ich mit den Charakteren rede. Das Pfarrhaus im Spiegel. Ja? Eine Kriminalgeschichte meiner Lieblingsautorin Lady Clarissa Westmacott. Ich versuche schon seit Jahren, meine Theatergruppe zu überzeugen, eines ihrer Stücke auf die Bühne zu bringen. Das wäre natürlich mal der Kracher. Also so ein Stück, das kann ja nur bühnenreif sein. Da gibt es bestimmt noch eine Hilfstaste, wo ich mir alles anzeigen lassen kann, was hier im Raum schwirrt und irrt. Das nutze ich jetzt mal noch nicht. Ich denke mal, hier wird es noch nicht so schwierig sein. Kann ich das? Nee. Dann muss ich aber betrachte den Geiger. Der alte Geigerzähler. Und er fährt durch die schönste Berglandschaft der Welt. Und kann hoffen, seine Geige ist besser gestimmt als er. Er ist jung und attraktiv. Und dann erzählt er, wenn da mal nichts geht. Och, der attraktive Geiger. Hallo. Hallo, der Herr. Grüß Sie. Grüß Gott. Wohin reist er denn doch her? Fahren Sie durch bis nach Istanbul? Nein, ich steige in Venedig auf ein Schiff. Ich bin am Weg nach Kairo. Kairo? Ich spiele dort auf einer Vernissage im Ägyptischen Museum. Ja, wer spielt da nicht auf einer Versage da im Ägyptischen Museum, gell? Der ist nach Kairo unterwegs, hat der Burm. Ja, ungewöhnliche Vorkommnisse hier, Herr Geiger. Ich bin sicher, Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg. Aber sagen Sie, Ja, sicher. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Personen, die sich verdächtig verhalten haben, zum Beispiel. Um Gottes Willen, gibt es einen Grund zur Besorgnis? Alles in Ordnung, mein Herr. Wir Schweizer sind nur vorsichtige Leute. Verstehe. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Oh, küss die Hand hier. Oh, der Geiger. Oh, ist doch schön. Rede mit dem Geiger. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Kann ich da einfach auf den Boden klicken? Oh, er läuft durch den Geiger. Oh, danke. Wer ist das denn? Eieiei. Oh, Verzeihung. Was erlauben Sie sich? Ist wasserfest, Mr. Lucien. Professor Edgar Lucien. Oh, ein Professor. Sind Sie Forscher? Arbeiten Sie vielleicht an der Sorbonne? Nein, ich arbeite im Britischen Museum in London. Was Sie nicht sagen. Ganz schön forschte, Herr Forscher. Ich frage einfach mal nach seinem Ziel, seiner Reise. Darf ich fragen, wohin Sie fahren? Natürlich, nach Venedig. Ich treffe mich dort mit einigen Kollegen. Venedig? Eine wundervolle Stadt, wie man so hört. Gewiss, aber ich muss mich nun wirklich verabschieden. Ja, Venedig ist eine ganz tolle Stadt. Überall Tauben, Schiss und Tauben und fliegende Ratten und boah, super toll überlaufen von Terroristen und Touristen. Ja, Einbruch im Museum. Wenn Sie im Britischen Museum arbeiten, haben Sie den Einbruch vor 2 Tagen ja hautnah miterlebt. Nein, das kann man so nicht sagen. Nein? Es hat einige Aufregung gegeben, aber ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. In Ihrem Museum wird eingebrochen? Und es hat Sie nicht weiter gekümmert? Nun, mich interessiert kaum etwas, das in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Der Professor erforscht wohl die Analogie. Inspektor Legrand. Ganz wie Sie meinen. Der berühmte Inspektor Legrand ist im Zug. Ich vermute, Sie kennen ihn. Nein. Nein. Sollte ich? Mensch, er interessiert sich schon nur für Sachen. Und Sie wissen auch nicht, was er hier tut? Nein. Warum sollte ich? Die älter sind als 2000 Jahre. Ich dachte nur, Sie als Vertreter des Britischen Museums. Ein bewachter Tresor im Zug. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Er weiß, worauf ich anspiele. Ja, es ist schon sehr merkwürdig hier alles. Woher weiß ich denn bitte, dass hier ein Tresor im Zug ist? Nur eines noch. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hier? Im Zug? Nein, das kann ich nicht behaupten. Lügner! Ich war allerdings auch fast die ganze Zeit in meinem Abteil. Hat an sich herumgespielt. Hat an sich geforscht, der Professor. Aber Sie verstehen schon, dass mich vor allem die Gegenwart und da insbesondere der Einbruch ins Museum interessiert. Natürlich, natürlich. Es ist nur, ich habe es etwas eilig. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister, geil. Was?
Was soll das? Ja, aufgesperrt. Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Dann ist sie wohl zu. Das werden wir gleich haben. Weg da. Das Abteil ist abgeschlossen. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Falsches ich Abteil. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe den Steward gefragt. Der wollte mir einen bringen, ist aber nicht zurückgekommen. Irgendjemand hat abgeschlossen. Aha. Finden Sie den Steward. Er soll mir sofort den Schlüssel bringen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Also schön. Warten Sie hier. Ja, ich muss auch einiges. Oh, ich habe irgendwie einen Tagebucheintrag bekommen. Ne, Portemonnaie. Tabletten und Portemonnaie habe ich dabei. Aha. Was geht denn hier? Man kann die Abteiltüren von innen ganz einfach abschließen, indem man einen kleinen Knauf dreht. Da ist wohl jemand drin. Ich habe nicht abgeschlossen. Herr Professor, wenn Sie von innen abgeschlossen hätten, stünden Sie nicht auf dieser Seite der Tür. Das ist richtig. Ja, versuche das Schloss zu öffnen. Ja, das wird nichts. Ich glaube nicht, dass man... Das nein. wird nichts. Nein, das nein, nein. Nein, das wird nichts. Der Bolzen ist zu kurz, ja, ja. um vernünftig greifen ja, zu können. Ja, das Problem kennen wir. Dass der Bolzen ab und an mal zu kurz ist, das kennt man ja. Dann gehen wir mal weiter, weil bei Kurzbolzen hilft nur eins. Da brauchen wir den Steward mit dem langen Bolzen. Oder mit dem passenden Schlüssel. Oder etwa doch den... sehr charmanten und attraktiven Geiger. Was haben wir denn hier? Kaputte Lampen. Ich glaube es nicht. Madame Margaret Fletchzahn. Ich Ihnen einmal begegnen darf. Verzeihen Ach, das Sie ist eine Lieblingsschriftstellerin oder was? Schon gut, Miss Miller. Ich unterhalte mich gerne mit dem Inspektor. Leider nur Wachtmeister, Lady Westmacott. Natürlich. Ich lese gerade das Pfarrhaus im Spiegel. Sicherlich schon zum fünften Mal. Das ist nett, Wachtmeister. Ja, ob es da noch dasselbe Zell. Ende hat? Wer Anton weiß. Jakob Zellner. Das ist meine Gesellschafterin, Miss Miller. Guten Tag. Angenehm. Ja, was machen Sie denn hier, Frau Meskakotta? Darf ich fragen, was Sie hier tun? Oder wie sie heißt. Machen Sie Urlaub? Urlaub? Ja, so könnte man es nennen. Den ersten und letzten Urlaub meines Lebens. Madam? Ich habe immer geschrieben, schon als Mädchen. Es wurde mein Beruf. Nun habe ich damit aufgehört. Also muss das hier jetzt wohl Urlaub sein. Sie haben aufgehört zu schreiben? Unmöglich. Ich habe alle Ihre Bücher. Ihr Detektiv Partout ist meine Lieblingsfigur. Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ich habe den alten Halunken umgebracht vor Jahren. Sie hat gespoilert, die Sau. Ich verstehe nicht. Lassen Sie uns nicht über meine Arbeit sprechen, Herr Wachtmeister. Eben, sie macht ihr Urlaub. Oh, also, schön. Dann lassen wir uns mal über ja, andere Mitreisende reden und wohin sie dann reist. Bestimmt nach Venedig oder zu einer Vernissage, Vernissage in Kairo. Fahren Sie bis nach Istanbul, Lady Westmacott? Nein, wir sind auf dem Weg nach Venedig. Nach Kairo, habe ich doch gesagt. Mit dem Schiff nach Kairo. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich eine Schwäche für Archäologie. Ich finanziere einige Ausgrabungen in Ägypten. Mach ich übrigens auch hobbymäßig. Als junge Frau bin ich mit dem Schiff nach Ägypten gefahren. So soll es wieder sein. Gewiss. Ach ja, als junge Frau. Lang, lang ist her. Als Schriftstellerin haben Sie doch bestimmt einen wachen Blick für Ihre Umgebung, nicht wahr? Ich meine, Sie müssen das Verhalten der Menschen um sich herum doch genau studieren, um Ihre Romanfiguren erschaffen zu können, oder? Ich habe die Natur des Menschen schon vor langer Zeit durchschaut, Herr Zellner. Seitdem langweilen mich die meisten Leute nur noch. Tatsächlich? Ich hatte den Eindruck, Sie hätten mich genau gemustert, als ich hineingekommen bin. Was wollen Sie wissen, Herr Wachtmeister? Ach ja, was? Wir reden mal über den Geiger. Ist Ihnen der blonde Mann mit dem Geigenkoffer aufgefallen? Und ob? Er hat sich vorgestellt und versucht, ein möglichst gutes Bild abzugeben. Schleimer. Leute wie er werden vom Reichtum und Ruhm angezogen, wie die Motten vom Licht. Aber an Ihnen hat er sich die Zähne ausgebissen. Ich kannte ihn vom Namen. David Kreuzer. Hat einer Bekannten von mir auf der Tasche. Ah, ein Schwindler. Glauben Sie, er hat Geldprobleme? Leute wie er haben immer Geldprobleme. Egal wie viel man ihnen gibt, sie geben doppelt so viel aus und jammern, sie hätten immer zu wenig. Ja, das kennt man.
Oh, wo schreibe ich denn das alles überhaupt hin hier? Wo ist denn mein Notizblock hier? Ist Ihnen der Mann aufgefallen, der gerade eben mit einer Tasse Tee in den nächsten Waggon gegangen ist? In der Tat. Er macht einen nervösen Eindruck. Er wartete vor der Bar auf den Steward. Als dieser nach einigen Minuten noch nicht aufgetaucht war, hat er sich kurzerhand selbst bedient. Was? Er hat zwei Biscuits. Was? 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 Er Was? Jung, der Dieb! Ist aber schon Professor im Britischen Museum. Interessant. Ich werde mich nachher einmal mit ihm unterhalten. Der Biscuit-Dieb. Aus Höflichkeit, versteht sich. Versteht sich. Ob ich diesen Fall lösen kann? Mit dem Biscuit-Dieb? Biscuit? Ist Ihnen sonst noch jemand aufgefallen? Was ist mit dem Arzt? Mir fällt auf, dass Sie mich zu allen befragen. Außer zu dem Inspektor, der vor wenigen Minuten in Richtung Transportwaggon... Kombiniere, die Alte ist auf Zack. Ist das nicht dieser Franzose, der seinerzeit den Raben gefangen hat? Naja, gefangen? Ja, erschossen. Also dasselbe, kommen wir mal drüber weg. Warum stellen Sie mir keine Fragen zu ihm und zu meiner Theorie, was er dort hinten tut? Das möchte man vielleicht gar nicht wissen, was er da hinten tut. Inspektor Legrands Ermittlungen nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Legrand, richtig, das war der Name. Will er neue Heldentaten vollbringen? Oder Sie, Herr Wachtmeister? So gerne ich mich länger mit Ihnen unterhalten würde. Die Arbeit ruft. Natürlich, die Pflicht ruft. Call of Duty. Madam, ich habe Sie beobachtet, als Sie hereinkamen. Sie wirkten so eifrig. Ja, ich bin ein Schweizer. Ich hatte lange keine Gelegenheit, mich zu beweisen, Madam. Ist Sie das nun endlich, Ihre Chance? Ich hoffe es. Dann ergreifen Sie sie. Auch kleine Leute können große Veränderungen bewirken, wie mein Freund Ronald zu sagen pflegt. Aber hallo, da ist das was dran. Manchmal wirken die kleinsten und unscheinbarsten Leute das Größte. So, ich schaue Mrs. Miller noch ein bisschen in den Ausschnitt. Tüchtigen Eindruck. Sie wollte die Lady vor mir, einem aufdringlichen Fan, schützen. Sie wirkt aber auch nervös und angespannt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass sie mit Matt schon alle Hände voll zu tun hat. Und dann auch noch eine Chefin, die als schwierig gilt. Ja, red ich mit ihr nochmal. Frau Miller. Hallo. Ja? Ach, der Matt, das ist so ein lieber Junge, der blöde Rotzlöffel. Der kleine Junge. Matt, das ist Ihr Kind? Oh ja. Hat er was angestellt? Ja! Nein, nein. Nein. Ich habe ihn schon kennengelernt. Ja, ja. Ein cleverer kleiner Kerl. Mhm, sehr clever. Ich nehme immer den Professor, weil er so altklug daherredet. Ach ja. Und man ihm nur die Flausen austreiben könnte. Das werde ich schon noch machen hier. Die Flausen austreiben. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich fürchte, ich habe mich ganz auf meine Handarbeiten konzentriert. Ach, die Handarbeit. Hat immer schrecklich viel zu tun, meine Mary. Ja, natürlich. Wenn es Ihnen nicht recht ist, dann müssen Sie es sagen. Herrgott, Kindchen, stricken Sie so viel Sie wollen. Also, keine besonderen Vorkommnisse. Nein, Wachtmeister. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Goodbye. Naja, sie soll mal schön weiter stricken. Matt braucht bestimmt bald einen neuen Pulli. So, was haben wir denn hier noch? Ich löse jetzt den Fall mit dem Biscuit-Dieb. Oh, zurück. Wachtmeister, zurück. Zurück, ein Verdächtiger. Wie komme ich denn hier zurück? Ich häng fest. Die Zahnstocher muss der Steward hier vergessen haben. Was? Normalerweise wird einem so etwas dezent nach dem Essen gereicht. Hallo? Was denn jetzt? Wo bin ich denn? Wenn der Steward nirgendwo aufzutreiben ist, hat er wohl auch nichts dagegen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Ja schon. Ich wollte jetzt erstmal die Zahnstocher da hinten begutachten. Dann betrachte ich erstmal die Schale. Karamell. Boah, Grünschleißkotzen. Die habe ich schon als Kind geliebt. Boah, Karamell, hör auf, ey. Boah. Sie vertragen sich nicht mit dritten Zähnen. Nein, vertragen uns sicher auch nicht mit meinem Magen. Was steht denn hier noch rum für eine Plörre da? Eine Tasse? Ein bisschen was zum Schlucken? Notizblock. Der Block, auf dem der Steward die Bestellungen notiert. Ja, scheint ja nicht viel bestellt worden zu sein. Vermutlich benutzt er ihn nicht, wenn so wenig los ist wie heute. Den nehme ich den mal mit. Den Block brauche ich nicht. Ach, was? Aber vielleicht ist mir der Bleistift irgendwann mal von Nutzen. Ja, das weiß er jetzt schon. Nimm doch den Block auch mit, Mensch.
So, was haben wir denn? Dachte die Schere. Vermutlich benutzt der Steward die Schere, um widerspenstige Verpackungen zu öffnen. Zum Beispiel wie diese Flasche hier. Alles verpackt und verschweißt. Ah, ja. Ein Kollege hat mir kürzlich von Suppen erzählt, die pulverisiert was? In Tütchen verkauft werden. Das gibt's doch wohl nicht. Ich konnte es nicht glauben. Nee, also das gibt's nicht. Sowas, also nein. Sowas geht gar nicht. Suppen in Tüten. Vielleicht wird darin der Schlüssel für die Kabinen aufbewahrt. Wir klauen einfach mal. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Hm. Wo steckt der Kerl nur? Wo ist er nur? Ja, ja, wo ist er nur? Was haben wir da hinten noch? Das ein Weltempfänger. Wahnsinn, wie klein die Dinger in den letzten Jahren geworden sind. Ja. Schalt mal ein. Lalalala. Ach, Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt höre ich bald gar nichts mehr. Ich gehe mal zurück.